Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Welcome to the Game 2. Ja, letzte Episode war ja super erfolgreich, ne? Falls ihr euch erinnert, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr erfolgreich. Lasst mich ganz kurz schauen, ob wir auch alles haben. Ah, okay, das wird gerade installiert, der KeyQ, weil ihr wisst ja, das speichert nicht auf die Minute, wo man das Spiel abspeichert, sondern speichert ja einfach automatisch alle 15 Minuten. Ist aber okay. Das heißt, wir kriegen in, ja, wie lange hat das gedauert? Ein paar Minuten. Sollte dann der KeyQ da sein. Man bekommt ja dann eine Notification, sofern man den, einen Key auf der Seite findet. Junge. Okay. Also, wir machen jetzt wieder Stück für Stück Seiten auf. Ich habe auch die Kommentare wieder gelesen. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Und ja, wir spielen mit dem Spielstand erstmal weiter. Wie gesagt, ich habe mir das Ganze dann auch nochmal überlegt und dachte mir, ja, irgendwie ist das Quatsch, was du da gesagt hast, Dennis. Vor allem, wir sind ja gerade so weit. Wir spielen jetzt einfach mal hier so weiter. Ich meine, man kann im Endeffekt später immer noch sagen, okay, gut, es hat jetzt halt nicht hingehauen oder so. Wir müssen schneller sein in dem Spiel, also starten wir es nochmal von vorne. Aber ihr habt schon recht, wir spielen jetzt erstmal so weiter. Und viele, oder was heißt viele, aber der ein oder andere sagt ja auch immer wieder, Dennis, wann spielst du eigentlich mal was anderes, außer Welcome to the Game? Das hat mich jetzt so gefesselt hier mit dem Darknet Simulator, dass ich es einfach schaffen möchte. Aber, ich habe es ja schon bereits in der letzten Episode gesagt, ich habe schon ein neues Spiel gekauft. Es ist in meiner Steam-Bibliothek und sogar schon installiert. Es wartet nur darauf, Let's Play zu werden. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Vermutung ist, welches Spiel es sein könnte. Da gab es ja schon die ein oder andere Vermutung. Wie gesagt, sofern ihr es richtig erraten habt, habe ich das Kommentar mit einem Herz markiert. Beziehungsweise geliked. Wow, was ist das denn? Waren wir jemals auf dieser Seite? Ich mach das jetzt aus. Wer hat da gerade angeklopft? Hallo? Hallo? Nee. Nicht mit mir. Wer hat da gerade angeklopft? Oder war das auf der... Das war doch kein Sound von der Webseite. Was war das? Wer zum Teufel hat da gerade angeklopft? Keine Ahnung. Machen wir mal weiter. Das ist ein Geräusch, das habe ich noch nie gehört. Ja, was wollte ich sagen? Genau, es gibt auf jeden Fall schon ein Spiel, was geplant ist als nächstes Let's Play. Oder vielleicht auch einfach mal so für zwischendurch. Habe ich ja schon letzte Episode gesagt, dass wir vielleicht einfach mal, weiß nicht, für zwei, drei Episoden eine Pause machen von Welcome to the Game. Und in der Zeit dann ein anderes Horror-Game zusammen spielen. Das ist die Webseite. Oh Mann! Okay, gut gemacht. Die Webseite hat mich komplett getrickt. Also hier ist auf jeden Fall kein Code. Also wir gehen danach nochmal zurück, wenn wir die KeyQ haben. Bin gehackt. Machen wir den? Ja, oder? Ich hatte gesagt, wir machen den. Aber sag mal ehrlich, ich bin schon besser geworden in dem Spiel, wenn man das jetzt mit der ersten Episode vergleicht. Oh mein Gott! Okay, das ist impossible. Okay, Leute, das ist impossible. Warum geht das nicht? Oh nein!
Ja, gut, okay. Das war ja geisteskrank. Ja, okay. Wir haben verloren. 10. Ja, also das war ja wirklich insane gerade. Holy moly. Vielleicht sollten wir nochmal einen skippen. Den nächsten skippen wir. Ja, das war insane. Ja, aber das war nur eine Idee. Also wie gesagt, wir könnten das vielleicht mal machen, dass wir irgendwann mal eine Pause machen von Welcome to the Game, je nachdem, wie weit es sich jetzt noch zieht. Weil wer weiß, vielleicht kommen wir ja ganz gut voran. Aber je nachdem, wie sich das Spiel zieht, werden wir auf jeden Fall... Okay, jetzt haben wir Owned. Jetzt ist die Frage... Okay, also wir haben den Key Queue jetzt. Ich will jetzt ganz kurz die Seite nochmal verlassen, nochmal draufgehen und gucken, ob dann ein Geräusch kommt. Aber ich hätte gesagt, wir spielen jetzt erstmal noch ein bisschen Welcome to the Game, noch ein paar Episoden und schauen einfach mal, wie wir vorankommen. Habe ich gerade einen Schritt gehört? Wir schauen einfach mal, wie wir vorankommen. Ja, wie gesagt, es sind noch ganz, ganz viele weitere Horror-Games geplant. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal zurück und öffnen dann die Seite. Mal gucken, ob dann was kommt. Nee, ich habe nichts gehört. Ja, es sind sehr, sehr viele Spiele noch geplant. Also gar keine Sorge. Das Spiel fesselt mich gerade einfach nur so ein bisschen, weil ich jetzt einfach weiß, wie es funktioniert. Deswegen spielen wir das gerade einfach noch so ein bisschen. Ne, da kam nichts, also ist halt, keine Ahnung. Ich nehme an, das heißt, dass hier nichts ist. Aber natürlich könnte man auch vielleicht irgendwann einfach eine kleine Pause machen von Welcome to the Game. Ach nee, die Spermaseite. Um einfach mal... wieder frischen Wind reinzubekommen und mal einfach was anderes zu spielen. Das machen wir da einfach spontan, hätte ich gesagt. Aber ich richte mich ja natürlich auch so ein bisschen nach euch. Also ihr könnt es auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Mir einfach mal mitteilen, hey, wollt ihr eine Pause? Sollen wir mal für 2, 3 Episoden was anderes spielen? Schreibt es mal gerne unten rein. Also das würde mich wirklich interessieren, weil ich meine, ich mache den Content ja hauptsächlich für euch. Und wenn ihr sagt, Dennis, so langsam, du kommst zwar voran, aber lass uns mal was anderes spielen, dann schreibt es gerne unten rein. Dann spielen wir auch sehr gerne mal was anderes für ein paar Folgen oder einfach mal ein komplett neues Let's Play und dann irgendwann nochmal Welcome to the Game weiter, wenn ihr davon eine Pause wollt. Also schreibt es mal sehr gerne unten rein, weil es ist mir sehr wichtig. Ich mache vielleicht einfach noch eine Abstimmung auf YouTube. Könnt ihr einmal abstimmen, ob ihr wollt, dass wir weiterspielen oder was anderes spielen. Ach Mann, das ist so eklig, diese Seite mit diesen ganzen Sperma. Das muss ich halt immer zensieren hier. Having a hard time, handy little tool will notify you on the bottom right. Okay. Ja. Also wir kriegen dann oben rechts so eine Notification, sofern es einen Code auf der Seite gibt. Oben rechts. Nee, hier ist nichts. Oder kommt das hier? Nee, das muss schon hier sein. Ist halt auch so geil, gell? Oh. Ist halt auch so witzig, wie lost ich manchmal bin in diesem Spiel. So, ich frag euch, so, yo, sagt's mir mal bitte, was für eine Notification kommt dann, wenn ich das hab? Wie weiß ich, ob ein Code auf der Seite ist? Dann lest doch einfach durch, du Vollidiot. Hier steht es doch. Meine Fresse. On the bottom right. Bottom right. Unten. Hier unten rechts wird es angezeigt. Wenn ein Code zu sehen ist. Oder wenn es einen Code auf der Seite gibt. Mein Gott, ey, ich bin so lost manchmal. Ist so schlimm. Ist tote Seite. Wir müssen einmal wechseln. Wir warten ja immer noch auf den Dollmaker, ne? Der muss uns ja auch noch was mitteilen, ob wir das richtig gemacht haben oder nicht. Aber ich finde es halt cool gerade, also nochmal zum Thema zurück. Ich finde es einfach gerade cool, das Spiel zu spielen, mir macht es Spaß, weil man jetzt halt vorankommt so ein bisschen.
Und deswegen, ich weiß nicht, ups, wenn es euch auch so geht. Oh. Alles cool, alles cool. Alles cool. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen schwierig, ne? Weil der ein oder andere hat mir jetzt auch privat geschrieben, hat gesagt, Dennis, wenn die Polizei kommt, einfach Internet ausmachen, kurz warten, WLAN wechseln und dann passt es. Andere haben gesagt, du musst alles ausmachen und dich dann verstecken. Andere haben gesagt, alles ausmachen und einfach nur im Raum stehen. Ah, es ist schwierig. Es ist schwierig, deswegen mache ich so ein Mittelding aus allem. Ich mache einen PC aus und verstecke mich. Einfach so ein Mittelteil. Ja, mir macht es gerade einfach Spaß, das Game zu spielen. Weil wir halt vorankommen, weil ich es langsam verstehe. Es hat halt jetzt wirklich sehr viele Episoden gebraucht, um es zu checken. Ja, es ist leider so. Aber es ist kein einfaches Spiel und ich denke, das wissen wir alle. Ja, aber deswegen, ich spiele das gerade gerne. Und ich würde das jetzt auch gerne noch ein bisschen spielen, um einfach zu schauen, wie weit wir kommen, was wir schaffen. Und wenn, wie gesagt, wenn es euch auch so geht und ihr sagt, ja, Mann, ich möchte auch sehen, ob du es schaffst, ich will da, dass du noch ein paar Episoden raushaust, dann sagt es mir bitte sehr, sehr gerne. Ist wirklich wichtig. Also euer Feedback ist wirklich das Wichtigste für diese ganzen Let's Plays. Natürlich spiele ich auch Spiele, wo ich einfach Bock drauf habe, aber ihr wisst, was ich meine. Das Feedback ist auf jeden Fall. Skippen wir den jetzt? Ja, den skippen wir jetzt einmal. Das Feedback ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, deswegen schreibt es unten rein, ob ihr wollt, dass wir das Spiel weiterspielen, noch ein bisschen. Oder ob ihr sagt, nee, Dennis, jetzt, es zieht sich zu lange. Das dauert einfach zu lange, das Game. Oh mein Gott, ich Vollidiot. Okay. B, P, G, 0, R, 4, B, P, G. Oh mein Gott. Ja, da war ich jetzt nicht ready für. Oh Mann, jetzt habe ich wieder nicht hingeguckt. Ach, scheiß doch drauf. Keine Ahnung. Ja, gut. Das habe ich verkackt gerade. Lassen wir aber die Zeit ablaufen. Scheiße. Oh Mann, I'm sorry. Ich wollte ihn skippen und bin so gewohnt. Elfters Coins. Ist okay, wir haben gerade eh nicht so große Sachen, die wir kaufen wollen. Oh Mann, das war übel lost. Wir haben keine Notes verloren, zum Glück. Das wäre fatal. Einmal nochmal kurz kopieren. Oh Mann. Ja, das war übel unnötig, Mann. Also unten rechts schauen. Ja, wie gesagt, ihr entscheidet. Also schreibt es in die Kommentare. Sollen wir weiterspielen? Habt ihr da Bock drauf, dass wir es noch ein bisschen weiter versuchen? Weil es läuft ja gerade ganz gut. Oder sagt ihr, nee, jetzt mach mal eine Pause von Welcome to the Game. Spiel was Neues. Zeig uns, was du dir überlegt hast. Und wir spielen dann Welcome to the Game wann anders weiter. Das ist sehr wichtig. Deswegen schreibt es bitte unten rein. Aber ich persönlich finde es halt eigentlich ganz witzig. Mir wurde auch geschrieben, ich soll darauf achten, dass ich mir vielleicht mal notiere, welche Seiten tot sind, damit ich da nicht immer drauf gehe. Wäre eine Idee. Sollte man vielleicht wirklich mal machen. Oh, shit, der ist nicht mehr an. Also ich sehe jetzt hier keine Notification. Ich nehme mal an, das heißt, dass es hier nichts gibt. Wir können aber trotzdem den Quellcode einmal anschauen. Nochmal zur Sicherheit. Ich vertraue diesem Teil irgendwie noch nicht so ganz. Also ich habe hier nichts gesehen. Chosen Awake. Die kennen wir noch vom ersten Teil. Ah, noch ein Backdoor holen. Wir können VPN Level 1 eigentlich mal holen. Und einen Backdoor. Chosen Awake geht nicht. Oh! Sei gegrüßt, geliebter Bruder. Heute habe ich leider keine Zeit für dich. Deswegen hätte ich gesagt, du bleibst mal schön hinter deinem Fenster. Und ich schaue mir hier das Foto von diesem Mann an. Eigentlich sind die Noir gar nicht so gefährlich, gell? Wenn man weiß, was man machen muss, wenn die kommen, geht's eigentlich voll. Die gucken ja einfach nur. Hä, warum habe ich so viele mehr DOS-Coins auf einmal bekommen?
Hä? Was ist gerade passiert? Ich bin aufgestanden und hatte auf einmal mehr Dogecoins. Jetzt bin ich verwirrt. What happened? Ach so, warte mal. Nee, das hat mit dem VPN nichts zu tun. Warum kriege ich gerade mehr Dogecoins? Können wir eigentlich mal wieder speichern? Yes, we can. Dann einmal kurz speichern. Bam. Okay, Bathroom Cams. Mal gucken, ob die Seite jetzt geht. Hä? Weil wir haben ja wieder 100 Coins. Hat da irgendjemand gerade aufgepasst, was da gerade passiert ist? Was können wir denn hier so kaufen noch? Ach so, die Wi-Fi-Dongles. Wäre natürlich ganz nice, ja. Das können wir uns überlegen. Okay, you there. Wir fangen hier von unten nochmal kurz an. Weil jetzt haben wir ja dieses Teil. WLAN-Netzwerk sollten wir auch bald wieder wechseln. The Rule of Three. Oh, ja, genau, stimmt. Die hatte ich ja nur kurz geöffnet. Oh, Mist. Ja, den skippen wir jetzt auf jeden Fall. Weil die werden ja sonst immer schwerer. Alright, 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 alright. Brrrrup. Alright, alright, alright. So, genau, the rule of three. Die hatte ich mir offen gelassen. Ich will sie nochmal kurz öffnen. Nein. Muss das jetzt sein? Warum ist meine Tür nie verschlossen, wenn ich das Spiel neu lade? Oh Gott. Ich hasse es so sehr. Okay. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Diesen miesen Stromausfall immer. Ba, 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 ba. Hi, ich bin wieder zu Hause. Mach die Tür zu. Alright. So. Ah, vielleicht war das auch das Zeichen, dass wir das Netzwerk wechseln sollten. Wo hab ich's hin? Wechseln wir das Netzwerk. Wechseln wir das Netzwerk. Free Wi-Fi. So. Rule of Three. Eigentlich müsste jetzt ja unten ein Zeichen kommen, weil das ist ja. Warum kommt da nichts? Also hier gibt es ja einen Code offensichtlich, das wissen wir alle. Ja, egal, machen wir das einfach. Okay, oben rechts. Wo ging es denn weiter? Hä? Hä, Moment mal. Ach so, klar. Die? Hier kann. Ah, okay. Aha. Okay. Können wir uns merken? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay. Natürlich. Aha. Aha. Gib mir noch einmal Glück. Okay, von unten nach oben durch. Aha, komm schon. Ja. Okay, bam, bam, bam. Und vielleicht, ja. Ah. Aha. Aha. Oh shit, was war's? Okay, und. Ah.
Oh, ich Idiot. Von unten ganz hoch. Oh, Mist. Ich habe mir das unten nicht gemerkt, deswegen. Okay, dann ist es ganz rechts. Mann. Oh. Okay, jetzt bin ich zu hektisch. Jetzt kommst du mal runter, Junge. Jetzt kommst du mal runter hier. Jetzt bist du hier ein bisschen hektisch. Bisschen hektisch. So, zack, zack. Mann, warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Warum denn jetzt? Ich muss mich doch gerade konzentrieren. Oh, sorry. Einmal kurz speichern. Alright, gespeichert. Speicher die Liecher. Gespeichert. Komm schon, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Rätsel. Los! Wie lange soll ich denn in meinem Schreibtisch? Ist mir jetzt egal. Wisst ihr was? Ist mir scheißegal jetzt hier, Mensch. Zack. Ich gehe hier wieder rein. Zack. So. Schau doch, was er macht. Wenn die jetzt mich stürmen, weil ich einfach zu hektisch war. Aber ich vergesse sonst die Kombis. Guck, es geht schon los. Ich vergesse es schon. Oh Gott, es fängt an, dass ich es schon vergesse. Oh Gott, ich. Hat sich's geändert? Junge, es hat sich geändert. Ich raste aus. Es hat sich geändert. Es hat sich einfach geändert. Wir waren so kurz davor, jetzt muss ich mir eine neue Kombi merken. Oh Gott, ich bin so schlecht in sowas. Machen wir den? Ja, komm, wir machen den. Oh mein Gott. Okay. Rüber. Okay, das war wichtig. Dumm, dumm, dumm. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, oben nach unten. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ne? Bam. Ah. Bam, bam, bam. Ah. Aha. Wie kann man denselben Fehler so oft hintereinander machen? Bitte first try. Wenn jetzt wieder irgendwas passiert. Ich versuch's so schnell wie möglich. Nicht so hektisch werden, Junge. Jetzt komm's mal runter. Ich fange schon wieder an, super hektisch zu werden. God bless. Okay, wir haben den dritten Link. Aber den brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht, weil wir haben ja noch nicht mal auf der ersten Page
einen Code gefunden. Aber wir haben schon mal den dritten Link. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur durchhalten. Jetzt müssen wir einfach nur durchhalten. Okay, you there, the rule of three, end of New York. Warum funktioniert das nicht? Ich sehe hier nirgendwo eine Meldung. Ich sehe nichts. Wo soll denn hier... Wo ist hier eine Notification? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie oft wollt ihr eigentlich noch kommen? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Wir haben jetzt alle Codes. Also alle Links. Das ist schon mal nice. Wir haben alle Wiki-Links. Was wir jetzt halt nur noch brauchen, ist dieses blöde Q-Teil. Also es kann doch nicht sein, dass es nirgendwo Codes anzeigt. I don't know. Weil ich dachte, es zeigt auch Links an, aber tut's nicht, gell? Das tut nur Codes anzeigen. Darf ich wieder raus? Es wird wahrscheinlich erst in 10 Minuten oder so erst wieder speichern. Was nicht so nice ist, aber. Komm, wir wechseln das WLAN einfach nochmal. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich könnte jetzt VPI-Schlüssel und VPA-Schlüssel holen und so. Aber ich habe gerade gar keinen Bock zu hacken, muss ich euch ehrlich sagen. Und es läuft ja so eigentlich auch ganz gut. Powering on auf ein neues. Okay, stimmt. Netzwerk auswählen. Ja, wir nehmen das hier. Nochmal die Seite neu laden. Und nochmal ein Backdoor-Hack. Ich hätte gesagt, den nächsten skippen wir wieder. Den nächsten Hack. Guck mal, wir könnten halt das Wi-Fi-Dongle 2 holen, was eigentlich nice ist, weil dann sind wir. Ja, komm, wir bestellen das. Müssen wir drunter, was risky ist. Es hieß, man soll immer zwei Sachen gleichzeitig bestellen, weil das mehr Sinn macht. Ja gut, aber keine Ahnung, das Teil sagt mir normalerweise, dass hier ein Code ist. Also wenn hier einer wäre, wisst ihr, was ich meine? Und er sagt mir nichts. Also gehe ich jetzt stark davon aus, dass hier auch wirklich kein Code ist. Man muss es halt einmal sehen, wisst ihr, was ich meine? Man müsste halt einmal sehen, wie es aussieht, wenn er einen Code auf einer Seite findet. Ah, hier steht's, wir können es nochmal durchlesen. Having a hard time finding the keys. This handy little tool will notify you on the bottom right of an if there is a key on the side. Ja, unten rechts soll es mir anscheinend anzeigen. Ja, okay. Wir waren jetzt End of New York, gehen wir jetzt hier drauf. Das war Lucas. Das war Lucas. Grüß dich. Mist, das hat halt jetzt. Wir müssen das scheiß Rätsel nochmal machen, weil es bis dahin nicht gespeichert hat. Ey, ich hab den gar nicht gehört. Hä? Motion Sensor für die Katz. Man hört einfach gar nichts, wenn da irgendjemand vorbeiläuft. Müll? Absoluter Müll? Und wie ist Lucas in meine Bude auf einmal reingekommen? Ach Mann. Egal, wir starten, wir laden das Safe Game und ich bin gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück. Tür ist zu. Ja, vielleicht war die Tür nicht richtig zu. I don't know. Ja, fail. Das war also der Herr Lucas. Jetzt haben wir den auch mal gesehen. Na gut, it is what it is. Jetzt fehlt uns halt der Link leider. Ist okay, also das ist ja immer das Gute jetzt, dass wir immer speichern können und laden. Aber das haben wir alles hier, oder? Backdoor-Hack haben wir zwei. Das haben wir auch. Ja, es ist halt jetzt so. Jetzt haben wir ihn kennengelernt. Das ist also Lucas. Jetzt geht das wieder nicht, oder was? Bitte sag mir das. Warum geht dieser Link jetzt schon wieder nicht? Er geht wieder nicht. Okay, vielleicht müssen wir das Netzwerk wechseln. Vielleicht liegt es daran. Wo hatte ich den hin? Ist der noch draußen? Ich habe mich so erschrocken, gell, als der gerade kam und mit seiner Pistole auf mein Gesicht gerichtet hat. Dieser miese Kerl. Ich habe bestimmt wieder gelabert in dem Moment, wo er hier reingekommen ist. Deswegen habe ich es nicht gehört. Wir müssen ein bisschen besser lauschen. Und ich sollte aufhören, so viel zu reden. Oh Mann, jetzt geht es wieder nicht. Aber warum geht das jetzt nicht? Ist das ein Bug oder so, wenn man das Spiel neu lädt?
Ja, sonst gehen wir halt nochmal auf die Dollmaker-Seite und gucken. Vielleicht ist der Link irgendwie, es hat sich verändert oder was weiß ich. In diesem Spiel gibt es ja gefühlt alles. Komm, wir holen VPN. VPN Level 2. Ja, lass halt nochmal kurz auf die Haupt-M-Seite gehen, nochmal auf den Dollmaker, keine Ahnung. Am Schluss hat sich der Link irgendwie verändert oder so. Könnte ich mir halt auch vorstellen bei dem Game. Dollmaker. Hier. Aber es kann ja eigentlich nicht sein. War das jetzt das Geräusch, dass der Lukas kommt? Ich habe so ein Ploppen gehört gerade. Ja gut, warum sollte er jetzt auch wieder kommen? Das ist ja random. Nur weil der jetzt gerade einmal kam, kommt er. Jetzt geht's. Hä, ist der Link? Jetzt mal ganz kurz schauen, warte mal. Nee, der hat sich nicht verändert. Okay, merkwürdig. Ach, man kann nicht mehr löschen. Oh Mann, egal. Okay, jetzt ist halt so. Wo waren wir drauf? Wir müssen the rule of three. Let's go. Auf ein neues. Es war unerwartet, dass dieser Mann kam. Okay. Bam, bam, bam. Bam. Okay. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Okay. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Jetzt geht's wieder los mit mir, ey. Ich versuche ein bisschen leiser jetzt zu sein, während ich das mache, einfach um zu hören, falls jemand kommt. Machen wir den? Nee, ich hab gesagt, wir skippen den. Oh, hat sich jetzt schon wieder. Hat sich die Reihenfolge jetzt schon wieder verändert? Für das Rätsel? Wahrscheinlich nicht. Nee, geht noch. Schon. Das ist der Motion Sensor. Er kommt. Das war der Motion Sensor. Das war der Motion Sensor. Das war das erste Mal der Motion Sensor. Ist jemand reingekommen? Hätte ich mich eigentlich in der Dusche verstecken sollen? War das ein Fehler im Schrank?
Wie lange läuft der denn jetzt bei mir in der Bude rum? Macht der irgendwie Cardio-Training jetzt noch oder was? Geh. Dieser Typ. Wenn ihr jetzt Kopfhörer drin habt, dann hört ihr es wahrscheinlich noch besser, von welchen Seiten er gerade die ganze Zeit hin und her läuft. Sollen wir mal spicken? Lieber nicht, oder? Sollen wir mal schauen? Ich traue mich irgendwie nicht. Er ist genau da, also hier. Wann geht er denn? Okay, ich bin absolut konfuselt. Er ist gegangen. Okay? Aber in dem Moment, wo er gegangen ist, ist der Police Detector losgegangen. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Er hat mir jetzt einen Besuch abgestattet. Was? Wie Time's Up? Hä? Wie Time's Up? Was ist passiert? Was ist gerade passiert? Hat man nur begrenzte Zeit? Hä, ich bin verwirrt. Wisst ihr, was wir, glaube ich, machen? Wir starten nochmal fresh. Kann wirklich sein, dass Zeit abgelaufen ist, dass es wirklich nach Zeit geht. Könnte wirklich sein, dass es einfach nach Zeit geht und die Zeit tatsächlich abgelaufen ist. Da stand dran, Time's up. Also keine Ahnung. Komm, wir starten einfach neu. Was soll's. Wir machen einen neuen Run und ich sag's euch, ich schaffe das so schnell. Jetzt passt auf, ich zeige euch Speedrun. Wir machen jetzt Speedrun. Speedrun. Adam? Nein. Shadow Market? Shadow Market? Nein. So, jetzt kriegen wir gleich was zugeschickt. Jetzt passt auf, das ist Speedrun. Bam, 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 bam. Taschenlampe. Nehmen. Aufmachen. Noirs können noch nicht da sein. Ich schwör's euch, ich zeige euch jetzt, wie man das Spiel so easy durchspielt. Aufmachen. Ich glaube, die Zeit ist halt wirklich abgelaufen, gell? Stand dran, Time's up. Also nehme ich mal an, dass, ja. Oder hat mich die Polizei gestürmt? Nee, kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich war ja in dem Schrank drin. Ich weiß es nicht. Wir spielen das. Wir starten neu. Ich hatte es eh schon letzte Folge angekündigt und gesagt, ah, vielleicht sollten wir es machen. Auch jetzt am Anfang der Folge habe ich ja zwar gesagt, nee, wir ziehen jetzt mal durch, aber ich glaube wirklich, weil das haben wir, wie gesagt, ich versuche wirklich nichts im Internet zu recherchieren, sondern ich versuche nur mit eurer Hilfe dieses Spiel zu schaffen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, voll nervig, google doch einfach. Ja, aber mir macht es halt Spaß, euch zu integrieren und zu sagen, yo, ich mache das mit der Community. Ja. Jetzt holen wir unser Paket ab. Ja, es kann gut sein, weil ich hatte es auch mal in den Kommentaren gelesen, dass man nur bestimmte Zeit hat und dann ist es zu Ende. Also ich denke mal, die Zeit ist abgelaufen, stand ja auch dran. Deswegen, wir wissen jetzt, wie es geht. Ziehen das jetzt übel schnell durch, ich sag's euch. Es wird heute vielleicht ein bisschen längere Episode, aber das ist okay. Wir ziehen das jetzt durch. Ihr werdet sehen.
Wir machen das jetzt richtig, richtig schnell. Ich wünschte, ich könnte schneller sprinten, aber it is how it is. Wir rennen jetzt hoch. Mach auf. Ist doch ein Speedrun gerade, was ich hier mache. Bam. Bam. Ich habe auch gelesen, es gibt drei grüne Spots für die VPNs. Und die unterscheiden sich von, glaube ich, 1,5 DOS-Coins, dann 3,5 DOS-Coins und halt zwischen 6 und 7 DOS-Coins. Und das ist halt das Beste. Deswegen lohnt es sich anscheinend, drei VPNs zu holen. Aber ganz ehrlich, wenn man mit den Hacks so gut agieren kann, wie wir es jetzt letztens gemacht haben, dann brauchen wir eigentlich keine drei VPNs. Aber ich hätte auf, also zwei holen wir auf jeden Fall. So, VPN. Ups. Mach auf. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Bam, 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 bam. Komm, wir sind doch jetzt Pros. Wir sind doch jetzt Pros in diesem Game. Das ist, ich meine, ich habe den Spielstand immer noch gespeichert. Also, ich habe den immer noch. Man kann immer noch darauf zurückgreifen. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Nochmal neu mit allem Wissen, was wir haben. Finde ich persönlich einfach gerade nice. Kann sein, dass ich jetzt voll viele von euch abfacke und ihr so sagt: Öh, Dennis, ist ja voll kacke, dass du jetzt von vorne startest. Aber ich sag's euch: Du kannst so schnell an den Punkt kommen, wo wir waren. Wo wir jetzt so viele Episoden für gebraucht haben, kannst du. Hier ist grün. Kannst du so schnell wieder hinkommen. Und das möchte ich euch jetzt einfach zeigen. So, wir haben ein VPN schon mal. Was es für einer ist, ist halt jetzt wie so ein kleines Glücksrad. Müssen wir jetzt schauen. So, let's go. Was haben wir? Schauen wir mal rein. Ja, wir haben den schlechtesten, den man haben kann. 0,5. Aber ist okay. So, wir werden einfach gucken, dass wir die ersten Hacks versuchen zu gewinnen. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Backdoor Hack. So, und jetzt gehen wir auch direkt auf Anne. Und die Reise geht los. Notes. Zack. Let's go. So, noch ein Backdoor Hack. Wir müssen jetzt einfach die ersten Hacks schaffen. Wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir schon mal ganz gut Geld. So, wir fangen unten an. Vacation, wissen wir ja, das ist diese eklige Seite mit diesem Lärm, wo dann irgendwie so geht das. Ja. Obwohl ich den Sound ausgemacht habe. Goddammit. Okay. Nix. Was sagt der Quellcode? Also, wenn ich mich richtig erinnere, so wie ihr mir das geschrieben habt in die Kommentare, ist es so, dass du auf der ersten Linkliste kriegst du, kannst du zwei Links zwei Codes bekommen. Auf der dritten Linkliste kannst du drei bekommen und auf der zweiten Linkliste drei, auf der dritten Linkliste drei und in der ersten halt eben zwei. So. Ba, 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 bam. Wissen wir noch hier. Join the Brotherhood. Kann man einmal klicken. Quellcodes machen wir auch gleich. Habe ich gerade vergessen. I'm sorry. Gehen gleich wieder zurück auf die Hauptseite. Wir müssten eigentlich auch bald gehackt werden. Was sagt es hier? Nichts. Okay, Enter. Ja. Normalerweise. Okay, passiert nichts. Alles klar. Eins zurück. Wir müssen den ersten Hack halt hinbekommen. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Das wäre natürlich echt top. Aber ihr kennt mich, ne? Ihr kennt mich. So, dann können wir noch auf Enter. Okay. Bam, bam, bam. Ich glaube halt wirklich, die Zeit ist abgelaufen, gell? Letzte Runde. Ich glaube wirklich, wir haben zu lange gebraucht. So, wann kommt der erste Hack? Ich weiß, dass man es triggern kann, indem man eine leere Seite öffnet. Aber das ist jetzt okay. Jetzt bin ich gerade auf der drauf. Wir können gleich auf so eine tote Seite gehen und die kann man immer refreshen und dann kann man den ersten Hack triggern. So. Ba, 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 ba. Okay, auch nichts. Was sagt hier? Was ist das? Das ist doch ein Code. Das ist ein Code. Nice. Guck mal hier. Wir haben den ersten Code, Leute. So schnell geht's. Nice. Very, very nice. So möchte ich starten. Ja, wir haben hier zwar, das ist ganz arg mager, ganz, ganz mager, aber wir holen uns, sobald wir Geld haben, den nächsten. Wir brauchen jetzt erstmal ein Hack.
weil das ist super mager, 0,5. Vielleicht tun wir den auch nochmal umändern, wenn wir den nächsten bestellen. So. Gibt es hier irgendwas? Es wäre nice, auch wenn wir ganz schnell den neuen Link bekommen. Dass wir da direkt rüber können. Okay, the saved. Wann werden wir gehackt? Gib mir noch endlich den ersten Hack. Ich brauche Cash. Ist das ein Code? Das ist doch ein Code, oder? Ich weiß jetzt, das muss doch ein Code sein. Safe. Safe ist das ein Code. Saved Souls steht da nochmal. Hä, 100% ist das ein Code. Junge, haben wir gerade zwei Codes bekommen? Jetzt noch ein Link wäre insane. Ja, guck, Saved Souls steht da eigentlich nur. Wir haben noch einen Code. Junge, wir haben einfach zwei Codes in so kurzer Zeit. Insane. Okay, jetzt lass uns hacken. Komm. Hack mich. Geil, wir haben zwei Codes. Das ist sick. Eigentlich müssten wir gehackt werden jetzt langsam. Wir sollten auch gleich das Ding ändern. Ja, das ist ein bisschen blöd ohne Police-Scanner jetzt, gell? Weil man ist das so total gewohnt. So, we are the gray. Ah, das ist das, wo man hier alles anklicken kann. Okay, ich nehme mal an, hier gibt es keinen. Auf den ganzen Links, wo wir gerade jetzt, die wir gerade öffnen, wird es wahrscheinlich keine Codes mehr geben, sondern wir benötigen, auf den Seiten, wir benötigen nämlich jetzt den Link fürs zweite Wiki. Yes. Warum werden wir nicht gehackt? Ah, man muss sich nur beschweren. Ich hoffe, der ist nicht allzu schwer. Das wäre echt fatal jetzt. Aber egal, egal. Wir haben zwei Codes, was schon mal ganz nice ist. Nein, ich habe den nicht abfotografiert. Also dürfen wir den Hack nicht verlieren. Oh mein Gott, das ist auch noch ein schweres. Oh mein Gott, ich hab's nicht hinbekommen. Ah, der war aber auch schwer. Aber wir haben die Notizen zum Glück behalten können. Ah, der war schwer, muss man ehrlich sagen. Okay, hier ist nichts. Wir sollten auch gleich unser Internet switchen. Ah, ist ein bisschen blöd, gell? Wir kommen gerade gar nicht an Cash. Vielleicht gehe ich kurz raus und setz den um. Weil das bringt ja gerade gar nichts. Latos. Ja, der erste Hack war kacke. Der erste Hack war richtig kacke, Mann. Wir sollten auf jeden Fall gleich das WLAN switchen. Zentrum. Öffnen wir mal das noch. Es geht hier um Zeit, das, wie wir es jetzt gerade gemerkt haben. Wir kriegen halt gar keine Coins, Mann. Das ist so räudig. Ist hier alles cool? Außer das mit den Coins. Das ist halt super räudig. Okay. Dann gehen wir nochmal eins zurück. Und dann würde ich tatsächlich kurz rausgehen. Mich ausloggen aus dem Internet. Rausgehen und den VPN umsetzen, weil das geht ja gar nicht. 0,5 ist halt wirklich das Räudigste, was du haben kannst, Mann. Also wirklich. Was soll das jetzt? Nein. Okay, zurück. Switch. Und jetzt machen wir das kurz, weil, sorry, aber so können wir halt, kommen wir halt wirklich nicht voran. Mit 0,5 Coins, das geht gar nicht. Also holen wir den ganz schnell. Mal gucken, hier ist auch noch grün, hier ist auch noch grün. Hier ist red, 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 red. Vielleicht gehen wir hier mal kurz rein, schauen, ob wir den hier platzieren können. Es kann halt auch sein, es könnte jetzt halt gelb einfach besser sein als das grün, was wir gerade hatten, ne? Aber wir wissen, das ist alles Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Gelb, gelb, gelb. Also es gibt
drei grüne gelbe, drei grüne Spots heißt es. Das ist rot. Hier ist grün. Komm, wir probieren es hier. Vielleicht ist es jetzt besser, vielleicht auch nicht. Wir haben es versucht. Ansonsten würde ich ihn noch einmal nehmen und dann auf einen gelben Spot. Weil vielleicht ist am Schluss auf gelb einfach besser, weil 0,5, also sorry, aber da kommen wir nicht vom Fleck. 0,5 bringt uns wirklich gar nichts. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ja! 6, das ist Gold. Das ist richtig gut. Okay, Spiel hat gespeichert, sehe ich gerade. Einmal den Speicherpunkt absafen. Hat jetzt leider nicht gespeichert, als wir den VPN bekommen haben, aber das ist jetzt halt so. So, zurück auf die Page. Entschuldigung. Ja, das ist gut jetzt. Also so kriegen wir ein bisschen Geld. Viel, viel besser als davor. Wir werden den nächsten Hack auf jeden Fall wieder probieren. Ich würde mir sogar die Codes einmal kurz abfotografieren. Zack. So, weiter geht's. 8th Sin ist, glaube ich, eine leere Seite, oder nicht? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, die ist leer. Ja, und dann auch noch so dreist lange geladen, Mann. Das ist so unfair. So, Ziel ist es, den Link zu finden, dass wir auf die nächste Wiki kommen. Und noch ein VPN kaufen. Und dann sind wir ganz gut. Ganz good to go. Rose Destruction, Order of Nine. Order of Nine könnten wir mal reingehen. Also ich muss euch ehrlich sagen, dieser Key Q hat einfach gar nichts gebracht. Keine Ahnung, ob ich einfach zu blöd war und es einfach nie gesehen habe. Aber es hat ja irgendwie nie was von... nie funktioniert irgendwie. Upsala. Ist runtergerutscht. Ich nehme an, hier gibt es keine... So. So, zweiter Link fürs nächste Wiki. Wo bist du? Bist du irgendwo hier? Bist du irgendwo hier? Was haben wir hier? Nein? Okay, kein Problem. Dann gehen wir auf Join Us. Gibt es da auch noch was? Ne, Join Us. Also wir brauchen 25 DOS Coins. Deswegen wäre es ganz nice, wenn wir jetzt nochmal einen Hack schaffen. Ist ein bisschen kacke, dass wir den ersten nicht hinbekommen haben, weil ich weiß, dass der erste richtig, richtig viel geben kann. Ist halt jetzt so. Was ist das? Nee. Okay. Order of Nine ist durch. Da gab es nichts. Alles okay hier. Alles okay hier. Okay. Ja, es hieß auch, habe ich auch gelesen, den Dollmaker soll man auf gar keinen Fall aktivieren. Nur wenn es nicht anders geht. Aber was soll ich sagen? Es ging halt einfach nicht anders, ne? Wir mussten ja im letzten Run auf den Dollmaker gehen. Allein, weil da halt der Link war. Das war halt das Problem. So, haben wir hier was? Also wir könnten auch wieder gehackt werden. Ring mir. Ich weiß noch, wie ich das am Anfang nie wollte. Und jetzt will ich immer gehackt werden. Komm schon. Es ist furchtbar, wie lange es lädt, ne? Es ist wirklich furchtbar. Ist hier der Link versteckt? Was ist das? Nein. Nein. Also man muss ehrlich sagen, wir hatten so ein Glück direkt am Anfang. Instant 2 Codes. Also das ist sick. Das ist wirklich gut. Okay, wir versuchen es. Auf ein neues. Hoffentlich ist der nicht so schwer. Irgendwie so Stack Pusher wäre ganz cool. Ein einfacher, bitte.
Es ist halt so ein Glücksrad. Okay, es. Och Mann, es ist wieder das. Alright. Bam, 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 bam. Passt, oder? Habe ich irgendeinen Quatsch gemacht? Ne, ich glaube, das passt. Läuft gar nicht mit den Hacks bis jetzt. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Aber wir kriegen auch die ganze Zeit nur den einen Scheiß-Hack. Das ist halt richtig kacke. Geld ist alles in dem Spiel. Es ist halt leider so. Und das ist ein Scheiß-Start, was das Geld angeht. Aber so ist es halt. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, wir haben zwei Codes. Wir haben eigentlich einen der besten VPNs, muss man ehrlich sagen. Das ist schon einer der besten, die wir gerade haben. Also passt. Vielleicht skippen wir den nächsten. Nee, wir müssen die Hacks probieren. Wir müssen die Hacks einmal probieren. Und wir sollten auf jeden Fall den Router gleich wechseln. Also die Seite ist Müll. Die hat uns. Hier. Nein. Schade. Okay, wir wechseln jetzt einmal den Router. Och, warum seid ihr denn schon da? Warum sind die schon da? Die sind nie so früh da. Bestimmt, weil wir schon so weit sind in der kurzen Zeit, weil wir schon zwei Codes haben wahrscheinlich. Okay, kann ich mich wieder umdrehen? Ja. Gar nicht gut, dass die schon hier sind. Verschwindet von hier, ihr miesen Schweine. Alright. Switch. Und weiter geht's. Weiter, 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 weiter. Gib mir einen Ding. Okay, wir können gleich ein VPN bestellen. Ist mir jetzt egal, wenn wir einen Hack verlieren. Ja, wenn jetzt ein Hack kommt, bevor wir die 25 Coins haben, ist mir egal, gell? Ich hol zuerst die Coins. Ich hol zuerst den VPN. Weil den brauchen wir. Okay, Bathroom Cans. Camps geht nicht. Irgendwo ist jetzt halt ein Link. Den müssen wir jetzt finden. Und dann können wir direkt auf die nächste Wiki. Borrow my daughter, vielleicht da. Auch nicht. Okay, wir können bestellen. Let's go. Ich guck grad. Burned at the stake könnte vielleicht noch was haben. Also diese drei Best of Three oder wie diese Seite heißt mit dem Rätsel ist noch nicht hier zu finden. Na super. Nichts Besseres als das. Oh mein Gott, was? Hä? Warum jagen die mich so geisteskrank? Okay, das war creepy. Das war wirklich creepy. Dunkler Gang? Und dann steht da einfach einer von dem Kult. Warum sind die so schnell da? Er ist weg, oder? Ja. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? So, warum seid ihr schon hier? Ich spiele doch erst gefühlt seit 10 Minuten. Was ist euer Problem? Also, das gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt lasst mich auch bitte in Ruhe. So, einmal speichern. Also das ist richtig uncool, Boys. Tut mir das doch nicht an. Wir müssen eh gleich raus wegen dem VPN. Hoffentlich ein guter, der uns dann auch nochmal was Gutes bringt. Ich möchte einfach auf die Homepage zurück, danke. Wir gehen gleich runter. Ich mache noch eine Seite auf und dann gehen wir runter. Was machen wir auf? Isle of Cats vielleicht? Ja, Isle of Cats. Okay, es wurde zugeschickt. So, Isle of Cats. Mal schauen, gibt es hier einen Link? Gibt es hier einen Link, please? Es wäre so geil, wenn wir jetzt einfach einen Link bekommen. Dann wären wir schon so schnell, so weit. Wir brauchen nur einen Link. Mehr möchte ich gar nicht. Gibst du mir einen Link? Und ich gebe dir einen Fink. Wie wär's denn damit?
Link gegen Fink. So, wir müssen echt gleich runter. Okay, Katzen, 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 Katzen. Katzen, 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 Katzen. Alright, wie sieht's hier aus? Oh, hier ist viel Text. Leider auch nicht. Dann können wir noch auf Pet Me drücken. Also voll krass, oder? Dass die Noirs jetzt einfach zweimal direkt hintereinander da waren. Das war creepy. Das ist der nicht, gell? Das ist. Nee. Okay, schade, hier leider nicht zu finden. Da müssen wir jetzt runter den VPN holen. Und dann haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Glück mit den Viren. Mit den Hacks. Weil bis jetzt ist das ja richtig mager. Jetzt habe ich Schiss, weil der hier im Gang stand. Das hat mir gar nicht gefallen. Das Ding ist, wir sind halt jetzt viel, viel schneller eigentlich schon. Viel, viel weiter, als wir davor waren. Und ich hätte auch gesagt, dass sobald wir das Geld haben, direkt einen Police Scanner kaufen. Schneller, schneller, schneller. Okay, hier ist niemand. Also ich habe jetzt echt Paranoia. Und guck mal, das mit dem Dollmaker. Ich könnte mir vorstellen, der Dollmaker ist einfach dann nur ein anderes Ende, oder? Weil es gibt drei verschiedene Enden, habe ich gelesen. Kurz lauschen. Gehen direkt hier rein. Sicher, sicher. Ich glaube, er ist nicht da. Wäre auch krass, oder? Weil das ist so. Das wäre wirklich krass. Weil das wäre das zweite Mal, wo wir runtergehen. Okay. Ja, aber so wie ich jetzt erfahren habe, können die Noirs einfach überall sein. Also bin ich jetzt richtig vorsichtig. Wir haben einen zweiten VPN, das ist gut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht pisst oder so, aber ich glaube, wir haben einfach den letzten Run verkackt, weil wir einfach so viel Zeit gebraucht haben. Deswegen, ja, also ich glaube, wir haben einfach zu lange gebraucht für den letzten Run. Deswegen, I'm sorry. Aber wir haben ja mega viel gelernt. Und das möchte ich jetzt noch einmal umsetzen. Ich möchte das jetzt noch ein letztes Mal. Es ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Ich möchte das jetzt ein letztes Mal noch versuchen. Und hier umsetzen, das, was wir gelernt haben. Und wenn es klappt, cool. Wenn es nicht klappt, dann spielen wir einfach was anderes. Ja, also das muss ich euch ehrlich sagen. Das ist jetzt der letzte Versuch. Das letzte Mal, dass wir fürs erste Welcome to the Game 2 probieren. Wir probieren es jetzt mit unserem Wissen, was wir haben. Und, oh, ich musste gar nicht abschließen. Und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und dann haben wir es versucht und dann können wir es ja irgendwann nochmal tryen. Aber fürs Erste soll es dann gewesen sein. Deswegen, das ist jetzt wirklich der letzte Run. Und für die, die schon so lange darauf warten, oh mein Gott, Dennis, wann spielst du endlich was anderes? Ich habe gar keinen Bock mehr, jeden Montag diese Videos da anzuschauen von dem Kack-Darknet-Simulator. Ja, das hat wahrscheinlich bald ein Ende. Weil entweder wir schaffen es oder wir schaffen es halt nicht. Ne? Aber das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Okay, sollen wir es hier gleich mal tryen? Der war halt vorher kacke, aber vielleicht ist der jetzt besser. Wir schauen mal. Aber ich weiß halt, dass es übel viele Leute lieben, dass ich das Spiel spiele. Und es ist schon witzig, weil mich treibt das einfach nur in den Wahnsinn. Ach so, das ist jetzt halt der Kack-Ding. Okay, dann gehen wir zurück. Das ist jetzt halt der Räudige. Wieder der 05er und den wollen wir eigentlich nicht. Also dann holen wir den wieder.
Könnten wir denn jetzt rein theoretisch genau da hin platzieren, wo der andere ist? Ist es dann da auch grün? Das können wir mal kurz ausprobieren. Wo steht denn der? Ist der überhaupt hier oder ist er eine Etage tiefer? Der ist eine Etage tiefer. Ne, der ist hier. Okay, da ist er rot. Alles klar. Dann brauchen wir den dritten Spot. Ich meine, gelb kann man probieren, aber möchte ich jetzt eigentlich nicht probieren. Ich muss nur schneller sein damit, weil es vergeht zu viel Zeit. Und ihr habt ja gesehen, was passiert, wenn zu viel Zeit vergeht. Dann heißt es mal ganz schnell goodbye. Ah, nee. Ach so, der ist hier. Hä, was war das dann da hinten gerade, was ich gesehen habe? Ach so, irgendwas anderes. Hier ist auch grün. Komm, let's go. Wir nehmen den einfach. Ist egal. Wir nehmen den. Es kann nicht schlechter als 0,5 sein. Also hoffen wir einfach auf eine 3. Ich gebe mich mit einer 3 oder einer 4 auch zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Okay. So, weiter geht's. Wir brauchen den Link. Den Link, den brauche ich. Ganz, ganz dringend. Abschließen. Rein da. Okay, wie sieht's aus? 7! Okay, das ist strong. Das ist besser, als wir es beim letzten Mal hatten. 7 ist mega, mega strong. Okay, das ist geil, Leute. Das ist richtig geil, weil jetzt geht's ab. Wir könnten uns einen dritten kaufen, was ich aber jetzt nicht möchte. Ich denke, mit den 2 können wir erstmal gut arbeiten. Ist auch immer wieder witzig, die Kommentare zu lesen von den Leuten, die halt so genervt sind von dem Spiel und dann immer so schreiben, so, ist so langweilig, man, du drückst hier einfach die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Seiten rum. Im Endeffekt ist es auch so. Aber man möchte es irgendwie schaffen. Man hat es jetzt angefangen und man möchte es irgendwie schaffen. It is how it is. Aber wie gesagt, letzter Run jetzt, Leute. Das ist wirklich der letzte Versuch. Wenn das jetzt nicht hinhaut, dann soll es so gewesen sein. Dann gebe ich mich fürs Erste geschlagen. Weil dann haben wir es schon echt gut versucht. Dann haben wir es wirklich gut versucht. So. Nein. Okay. Router wechseln. Ganz dringend. So, Police Scanner wird unser nächster Deal. Und da müssen wir leider wieder runter. Ich hasse es so. Ah, oder Motion Sensor. Nee, Police Scanner. Ganz ehrlich, der Motion Sensor hat einmal funktioniert. Und der Police Scanner ist, finde ich persönlich, irgendwie wichtiger. Illuminati. Gibt es hier nicht irgendeine Seite? Ah. Ja, wir probieren es hier nochmal. Okay, Illuminati ist durch. Wir brauchen noch einen Hack. Und auch einen Backdoor Hack. Hier waren wir. Die will ich nicht öffnen. Die können wir öffnen. Panty Sales. Die haben wir noch gar nicht aufgemacht. Panty Sales. Was ist das? Ne, das ist die Wallet. Das ist eine E-Mail. Feinste Damenunterwäsche. Ne, das ist es nicht. Okay. Gibt's nichts, aber haben wir jetzt geöffnet. Schaut mal, vor allem, wie schnell wir jetzt 100 Coins haben. Also allein das. Okay, Number Station. Nicht schon wieder. Wir sind zu schnell. Deswegen versucht das Spiel uns auszubremsen. Ich schwör's euch, es liegt daran. Oh, wir sind einfach zu schnell. Die wollen uns ausbremsen, Leute. Wir lassen uns nicht ausbremsen, denn wir sind Macher. Wir sind Macher. Dieser miese Stromausfall, das war super unnötig. 104 Dogecoins. Schmeckt, aber ich möchte mehr. Natürlich wäre es praktisch, sich jetzt... auf was für eine Seite waren wir gerade? Number Station, gell? Hier. Nochmal kurz drauf gehen. Natürlich wäre es sinnvoll, sich direkt dieses den Key-Q zu holen. Aber ganz ehrlich, da war so Scam. Letztes Mal. Außer ich habe es einfach nicht gesehen. Ihr könnt es gerne mal unten reinschreiben. Vielleicht habe ich es mal wieder verpeilt. Würde mich jetzt auch nicht wundern.
Number Station Scam, Forgive Me. Und dann haben wir nicht mehr. Wir haben noch ein paar, aber viele von denen gehen dann nicht mehr. Viele sind tote Seiten. Okay, Forgive Me. Wie sieht's aus? Hast du einen Link für mich? Also, hier sieht es mal ganz mager aus. Okay. Hätte mir vorstellen können, dass wenn man durchskippt, diese Confessions, dass da vielleicht ein Link auftaucht, aber ja, ich glaube irgendwie nicht. So war es, glaube ich, im ersten Teil. Flash Trade. Dann haben wir 57. Na, irgendwo muss doch der blöde Link sein. Es kann ja wohl nicht sein, dass jetzt hier ran hakt. Okay, Hack, müssen wir eigentlich schaffen? Müssen wir durchziehen, Leute? Hoffentlich wieder ein einfacher Stack-Pusher, das wäre jetzt natürlich das Beste. Mal schauen, mal schauen. Oh, nicht schon wieder die Scheiße. Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Bum, bum, bum. Bum, bum. Also wenn die Teile kommen, da kacke ich halt richtig rein, Mann. Aber waren wir gerade schon auf Fest? Hä? Zweimal hintereinander? Okay, nehmen wir mit. What the hell? Haben wir Notes verloren eigentlich, gerade bei dem ersten Hack? Wir müssen eigentlich wieder einen Hack skippen, gell? Stack Pusher, okay, der geht. Okay, wir haben unsere Coins wieder zurück. Wir haben keine Notes verloren, das ist schon mal sehr gut. Warum wurden wir jedes Mal, einmal kurz abspeichern, warum wurden wir gerade zweimal hintereinander gehackt? War nice, also mein, fand ich jetzt nicht schlimm. Wir sollten WLAN-Router wechseln. Okay, jetzt sind wir in TC drin, danach gehen wir in DD rein. Alright. So, 158, wir können Police Scanner kaufen, würde ich auch direkt machen. Gekauft ist er. Oh, und wir brauchen ganz dringend Backdoor Hacks. Weil jetzt sind wir wieder auf die Hacks angewiesen, also sofern wir welche bekommen, müssen wir die direkt reinballern. Flash Rate 57, Deep Journal vielleicht. Wann war die Seite nochmal? Corpses. Okay. Deep Journal. Waren wir gleich noch nie auf der Seite. Nice, nice. Ich wünsche mir so sehr einen Link. Da hat so viel geschrieben. Da kannst du so schnell was übersehen. Okay, hier war schon mal nichts. Ich hoffe, ihr schaut mit, gell? Also, wenn ich wieder irgendwo was übersehe, schreibt es bitte wieder in die Kommentare. Aber es ist gut, weil Deep Journal sind wir noch nie reingekommen. Also, es ist ganz nice, dass die mal funktioniert. Mal auf Seite 2 gehen. Ich schaue ja nur nach Punkt N. Punkt N, Punkt N. Es vergeht so viel Zeit, es darf nicht so viel Zeit vergehen. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Wirklich, wirklich sehr gut. Okay, Patch 3.
Alles okay hier? Ja, bis jetzt schon. Komm schon. Okay, dritte Page. Okay. Kein Link, kein Link. Okay, Poly-Scanner holen. Oh, mein Akku ist gleich leer, sehe ich gerade von der Kamera. Das ist nicht gut. Okay, schnell Poly-Scanner holen und dann vielleicht noch eine Webseite oder so. Ich kann schon verstehen, wenn der ein oder andere so immer mal wieder schreibt, oh, es ist nur das Gleiche bei dem Game und du startest immer wieder neu und du kommst nicht voran. Aber so ist es, so funktioniert dieses Spiel leider. Also es ist halt einfach leider so. Es ist nicht irgendwie ein Spiel, wo du einfach durchziehen kannst, sondern du musst oft von vorne neu starten, weil du Fehler gemacht hast. Dann musst du es. Dann wisst ihr, ich meine, es ist wirklich nicht einfach. Aber wir probieren das. Ich muss es. Ich bin es euch einfach schuldig. So, nachdem der erste Teil so gefloppt ist damals. Ich habe nichts gehört. Aber wir gehen wieder rein. Safety first. Ja, der erste Teil von Welcome to the Game ist ja so in die Hose gegangen. Ich habe ja gar keinen Plan. Ich frage mich, ob ich jetzt gut wäre im ersten Teil. Also nachdem wir den zweiten schon relativ gut gemeistert haben bis jetzt. Ja, der ist nicht da. Würde mich halt interessieren, ob ich den ersten Teil jetzt besser schaffen würde. Kann man sich auch irgendwann mal überlegen und nochmal versuchen. Aber fürs Erste bleiben wir erstmal bei dem hier. Weil, wie gesagt, das ist der letzte Versuch jetzt. Also, wenn es jetzt klappt, cool. Wenn es nicht klappt, dann war es das halt. Wie gesagt, ich habe noch ganz viele weitere Spiele auf der Liste, die ich unbedingt mit euch spielen möchte. Auch sehr, sehr viele Ideen von euch, die ich mir aufgeschrieben habe, die auch umgesetzt werden. Also, da kommen auf jeden Fall einige geile Let's Plays auf euch zu. Und wie gesagt, bald ein relativ kurzes. Es ist ein bisschen kürzeres Spiel, aber ich glaube, das hat es richtig in sich. Ich freue mich schon riesig drauf. So. Wie viel Prozent Akku haben wir noch? Wir haben noch 6% Akku. Schaffen wir es noch, eine Seite zu öffnen? Auf jeden Fall haben wir den Poly-Scanner jetzt, was sehr nice ist. Yes, Baby. Okay, hat das Spiel jetzt, na, vor 3 Minuten hat es gespeichert. Ach, da haben wir den Scanner, glaube ich, noch nicht geholt. Kann das sein? DD. Ich glaube, da hatten wir den Ding noch nicht. So, okay. Vielleicht geht die Seite bug-friendly. Oh, mein Gott. Ich erschrecke mich immer noch, wenn die kommen. Also die kommen öfter als im letzten Run. Vielleicht weil wir so schnell viele Codes hatten. Kann schon sein. Weil jetzt sind die ja schon dreimal oder viermal gekommen. Insane. Verschwindet einfach. Ihr miesen Kerle. Alright. Aha, die Seite ist das natürlich. Die kennen wir ja noch. Die gute Fetischseite. So, haben wir einen Link? Haben wir hier einen Link? Haben wir hier einen Link? Hier leider nicht. Wenn wir in den Store gehen. Okay. Nehmen wir mit. Wir versuchen es. Und wenn wir den jetzt schaffen oder nicht schaffen, den nächsten müssen wir dann halt skippen. Weil die werden ja immer schwerer.
Das ist schon wieder die Scheiße. Ich glaube es nicht. Wir müssen hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach Quatsch. Oh mein Gott, ich hab riesen Quatsch gemacht. Vielleicht sollte ich mir die Route davor einmal anschauen, hä? Macht nichts. Okay. Also bei denen, die kriege ich nicht gut hin. Also sofern die Musse durcheinander sind, dann nicht, aber. Jetzt sind wir halt gerade auf der Seite. Ich darf den Akku nicht vergessen. Nicht, dass ihr auf einmal einfach weg seid. Es ist ekelhaft. FAQ noch. Okay, schaffen wir. 3% Akku. Schaffen wir. Noch ein Backdoor-Hack. Okay, okay, okay. Nix. Wie sieht's hier aus? Auch nichts. Dann kann man noch auf die Home. Nicht schon wieder. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Also, das ist ja wirklich insane, oder nicht? Jetzt mal im Ernst. Also, wie oft haben wir jetzt... Boah, ich dachte gerade, da steht jemand. Wie oft hatten wir jetzt Stromausfälle und den ganzen Mist? Noah, überall Stromausfälle die ganze Zeit. Also das ist ja wirklich krank. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir die Episode. Boah, die geht heute, glaube ich, richtig lang. Aber der ein oder andere wird sich bestimmt drüber freuen. Denn lange Episoden sind ja auch immer ganz nice. Ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, der allerletzte Run, der allerletzte Versuch jetzt hier bei Welcome to the Game. Entweder wir kriegen es hin in den nächsten, keine Ahnung, 2 Episoden oder halt eben nicht. Wenn wir es nicht hinbekommen, dann spielen wir direkt was Neues und werden Welcome to the Game erstmal wieder zurück in die Schublade schieben und dann mal schauen, ob wir es irgendwann wieder rausholen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für euren Support. Wie gesagt, Tipps und alles Mögliche könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch über alles. Ich habe noch ein bisschen kratzige Stimme, man hört es vielleicht. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt beenden. Macht's gut. Habe ich jetzt schon 3-mal macht's gut gesagt? Ich weiß es nicht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und treibt euch nicht im Darknet rum. Ihr seht, was da passieren kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.